Ultdata, die zuverlässige iOS-Datenrettungssoftware, unterstützt mehr als 20 Dateitypen, unter anderem WhatsApp, Fotos, Kontakte und mehr und ist schon ready für iOS 12, erhältlich für Windows und für Mac. Von TenoShare. This is iPhone XS. It is the most advanced iPhone we've ever created. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Funktion des neuen iPhone XS oder 10S und 10S Max jetzt schon auf euer ja allzu älteres Gerät bringen könnt. Aber dazu gleich etwas mehr, denn es ist ja toll, wenn man neue Funktionen bekommt, auch ohne ja, 1649 Euro ausgeben zu können. Okay, das ist die teuerste Variante, das iPhone 10S Max. Mit 512 GB, aber mal ganz ehrlich, meine Güte, sind die Dinger teuer geworden. Also, ich sag mal, das iPhone 10 hatte ja schon einen Preis, wo, naja, das die Schmerzgrenze deutlich überschritten war für mich. Ich habe es trotzdem gekauft. Ja, Fanboy, ich fand das Design so toll, aber dennoch, die 1300 Euro für die 256 GB Version, meine Güte, die waren schon richtig teuer, aber wenn ich jetzt hier schaue, dass die nochmal draufgesattelt haben, das iPhone XS Plus fängt an mit 1249 Euro für die kleinste Speicherversion, dann mit 1419 für 256, so wie ich es hier drin habe, und dann geht es hoch bis auf 1649. So, das war die Grübelpause. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von den Preisen? Haltet ihr die noch angemessen für die Leistung oder denkt ihr, meine Güte, jenseits von Gut und Böse, da wird einem ja ganz schwarz vor Augen, wenn man das sieht. Und sollte Apple endlich mal an der Preisschraube ziehen, an der Bremse ziehen und mal wieder ein bisschen runter in den Keller kommen, denn sie haben natürlich noch das iPhone XR. Die Einstiegsvariante, die geht, glaube ich, bei 849 Euro los. Was ja jetzt auch nicht gerade wenig Geld ist. Also, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber jetzt genug Vorrede. Ich zeige euch nochmal, worum es heute geht. Und zwar hat Apple ja gezeigt, dass sie mit dem, natürlich nur mit dem iPhone XS und XS Plus und XR dieses tolle neue Bokeh einstellen können. Also diesen tiefen und scharfen Effekt, den man sogar nach dem Fotografieren dann noch justieren kann, dass der Hintergrund mehr oder weniger unscharf dargestellt wird. Ist eine sehr schöne Funktion, gab es früher auch schon sonst wo zu sehen. Aber dank des neuen A12 Bionic Chips kann das neue iPhone jetzt auch. Aber ja, ich sag's euch, Freunde, mit der App hier, Focus, das Video ist übrigens nicht gesponsert von denen, sondern es funktioniert einfach. Denn mit der App könnt ihr das ganz leicht auf eure älteren Geräte schon draufbringen und ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Aber erstmal die Kamera umstellen auf schönere Bilder. Also, ich habe hier schon mal ein paar Bilder aufgenommen, das zeige ich euch mal. Nehmen wir beispielsweise dieses Foto hier von Louis. Das habe ich schon vor längerer Zeit aufgenommen. Und hier kann ich jetzt die Tiefenunschärfe einstellen. Achtet mal auf den Hintergrund, der ist jetzt recht klar. Und wenn ich hier den Slider weiter rüber drehe, dann seht ihr, wie hier dieser Blur-Effekt, dieser Tiefenunschärfen-Effekt immer weiter kommt. Und so sieht es dann im Endeffekt aus. Und das kann man hier wunderbar einstellen. Im Prinzip genau das Gleiche, was Apple da auch schon gezeigt hat. Ich zeige euch noch ein anderes Foto, wo das etwas deutlicher wird. Nämlich bei diesem kleinen Äffchen hier. Also nochmal auf den Hintergrund achten. Ich verschiebe mal etwas und er wird leicht verschwommen. Etwas weiter und weiter und weiter. Und wir können hier richtig aufdrehen, bis der Hintergrund richtig stark ja verblurrt und verschwommen ist. Und schaut mal, die Ränder, das ist echt ganz gut getroffen. Ja, da ist also nichts ausgefranst, großartig, schön getroffen. Und man kann das auch noch einstellen. Wenn ich jetzt auf den Hintergrund mal fokussiere, dann wird der Hintergrund, seht ihr, scharf dargestellt und der Vordergrund wird ausgeblurrt. Sieht natürlich komisch aus. Kann man dann hier genauso justieren nochmal, wie man es haben will. Aber natürlich, was man normalerweise möchte, ist, dass hier der Hintergrund diesen verschwommenen Effekt bekommt. Na, komm schon. Und das funktioniert hiermit einfach ganz hervorragend. Schöne kleine App, macht Spaß. Die ist auch kostenlos erhältlich. Ich werde die euch mal hier unten verlinken oder zumindest den Namen reinschreiben. Könnt ihr ja selbst suchen. Die bietet auch noch so einige andere Funktionen. Die muss man teilweise, glaube ich, gegen Geld freischalten. Aber uns geht es ja hier nur um diesen Tiefenunschärfen-Effekt. Und ein Beispiel hätte ich noch, nämlich diese kleine Schlafmütze hier. Also so ist das normale Foto. Und dann drehe ich mal auf, ja, so mittel. Und man sieht schon, wie hinten alles verschwommener wird. Und so haben wir hinten alles total verschwommen. Aber der Vordergrund ist noch wunderbar. Und natürlich
kann ich das dann hier auch nochmal justieren, wenn ich es gerne umgekehrt hätte. Aber so rum sieht es doch einfach besser aus. Also Leute, so bekommt ihr das neue Top-Feature oder eines der neuen Top-Features vom iPhone XS, XS oder wie auch immer ihr es nennen wollt, kostenlos auf euer iPhone. Die App nennt sich Focus. Sucht sie einfach im App Store, ist kostenlos. Runterladen, ihr könnt auch direkt aus der App dann eure Fotos schießen. So, hier habe ich jetzt die Kamera mal offen. Komm, ich schieße einfach mal eins. Machen wir mal hier von... Na, ihr seht schon, dass der Effekt hier schon teilweise angewendet wird. Ich mache mal ein Foto von dem Controller hier. So, da haben wir das Foto, also quick and dirty. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen dran drehe, maximal, seht ihr, wie hier der Hintergrund etwas ausgeblurrt wird. Das hier war jetzt keine optimale Aufnahme, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, wie es funktioniert. Also probiert es gerne mal aus, Freunde. Focus nennt sich die App und vergesst mir nicht reinzuschreiben, was ihr hier von den neuen iPhones haltet. Würdet ihr upgraden von dem iPhone 10? Ich auf keinen Fall. Das Ding hier war teuer genug, ist immer noch super neu, also es fühlt sich für mich immer noch wie ein total neues Gerät an, hat alles zu bieten, was man braucht. iOS 12 kommt bald drauf, dann ist es nochmal schneller, besser und schöner und das S-Upgrade einfach. Ja, bietet mir nicht genug, außer ihr steht total auf die neue goldene Farbe. Dann könnt ihr natürlich euer Säckel aufmachen und die Kohlen rausziehen. Also, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, habe ich oft genug gesagt. Und danke fürs Zusehen, probiert die App mal aus. Sie heißt Focus, kostenlos im App Store. Also, macht's gut. UltData, die zuverlässige iOS-Datenrettungssoftware, unterstützt mehr als 20 Dateitypen, unter anderem WhatsApp, Fotos, Kontakte und mehr und ist schon ready für iOS 12, erhältlich für Windows und für Mac. Von TenoShare.